Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte euch heute, wie ihr schon an dem Splash gesehen habt, so die eine oder andere gute Idee zeigen, wie man schneller Einstellungen vornehmen kann im Tesla Display. Es gibt ja viele Wege, um die eine oder andere Einstellung vorzunehmen. Letztendlich gibt es ja auch die Sprachbefehle, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Sprachbefehle finde ich eigentlich gar nicht so super gut, weil die muss man sich richtig merken, fast wörtlich merken, um da irgendwie ans Ziel zu kommen. Klar, Handschuhfach öffnen, das kennt jeder. Aber wie ist es, was muss ich sagen, wenn die Klima kühler oder wärmer sein soll oder wenn der Ventilator rauf oder runter gehen soll oder. Da gibt es viele Beispiele, wo es eben halt dann doch auch schnell ein bisschen scheitert bei den Sprachbefehlen, aber man kann natürlich schon sich da viel herausziehen und wenn man irgendwelche Dinge immer wieder neu einstellen will, sollte man sich vielleicht schlau machen, wie der entsprechende Sprachbefehl lautet. Aber abgesehen von Sprachbefehlen gibt es halt noch viele Optionen direkt auf dem Display und einige davon, da bin ich mir ganz sicher, die werdet ihr noch nicht kennen und die wollte ich euch heute zeigen. Ja, einige simple kennt ihr natürlich, zum Beispiel die Prozentangabe neben der Batterie. Wenn ich da drauf klicke, dann switcht es halt um auf die noch zu fahrenden Kilometern. Und wenn ich auf die Batterie klicke, dann geht meine Ladekarte hier rechts auf, die ich dann auch wieder zumachen kann. Und wenn irgendwas offen ist, das ist vielleicht ganz interessant, das wissen vielleicht einige nicht. Und ich möchte aber meine Navigation nicht nur hier so minimalistisch sehen, sondern wieder groß auf dem Hauptdisplay, dann kann man auch hier draufklicken, einmal kurz, und schon wird das wieder angezeigt. Es ist egal, was vorher rechts angezeigt wurde. Ich kann hier irgendwas aufmachen, egal was man gerade versucht einzustellen, so, egal was hier gerade offen ist. Wenn man hier wieder draufklickt, wird wieder die Karte freigegeben. Dazu gibt es übrigens tatsächlich auch einen Sprachbefehl. Das heißt, der Sprachbefehl heißt Karte zeigen. Das kann ich auch mal kurz vorführen. Das ist auch noch leicht zu merken. Karte zeigen. Und schon wird die Karte angezeigt. Also egal, was der Beifahrer oder die Beifahrerin hier gerade anschaut und macht und tut, wenn ich das sage, dann wird der Bildschirm halt wieder umgeschaltet. Das finde ich eigentlich gut. Ich wusste es vorher ehrlich gesagt nicht und war froh, als ich das gefunden habe. Wenn ihr im Autopiloten seid und ihr fahrt langsamer oder schneller wegen Verkehr auf der Straße oder wegen neuer Geschwindigkeitsvorschriften, dann könnt ihr nicht nur auf zum Beispiel auf die 50 drücken, um den Autopiloten auf 50 zu schalten. Ihr könnt auch die aktuelle Geschwindigkeit bestätigen, indem ihr einfach einmal hier links auf die aktuelle Geschwindigkeit klickt. Kann ich jetzt nicht vorführen, ich habe hier jetzt keinen Autopiloten an, aber ich habe es schon ausprobiert, das funktioniert wunderbar. Wenn ich also in der Kolonne 60 fahre und mein Autopilot steht noch auf 80 zum Beispiel, dann ist es ja manchmal ein bisschen nervig, weil der Tesla dann immer gleich versucht, schneller zu fahren, obwohl man das vielleicht gar nicht mehr will. Dann kann man ihm halt die aktuelle Geschwindigkeit ganz schnell anpassen, indem man links auf die aktuelle Geschwindigkeit tippt und schon übernimmt der Autopilot das. Ja, interessant ist auch, dass diese Symbole hier links, die hier angezeigt werden, auch zu den entsprechenden Einstellungen führen, soweit vorhanden. Ich kann so hier auf das Licht klicken, dann wird mir da unten gleich das Lichtmenü angezeigt und ich kann beispielsweise dann das automatische Fernlicht an- und ausschalten oder das Licht auf Standlicht schalten oder ausmachen oder was auch immer. Das wusste ich vorher auch nicht. Oder wenn hier andere Symbole erscheinen, zum Beispiel die Kontrollwarnleuchte für den Reifendruck, könnte man auch da drauf klicken, dann würde auch hier unten der entsprechende Reifendruck angezeigt. Na, wo ist er denn jetzt? Ich muss hier mal die Hand wechseln. Genau dieses Fenster würde dann eben halt angezeigt werden. Oder vielleicht sogar in groß. Das weiß ich im Augenblick nicht. Um eben halt dort schnell die Übersicht zu bekommen.
Ja, hier unten links sehen wir jetzt im Augenblick, da läuft das Radio. Und wenn ich halt, ich mache das mal zu, wenn ich halt hier auf das Cover drücke, das gilt auch für Spotify oder andere Musikquellen, dann geht eben halt gleich rechts das große Fenster auf, um dort eben halt eine Übersicht zu haben entsprechend. Und geht auch wieder zu beim nochmaligen Drücken. Ja, wenn ihr in den Musikquellen seid, dann kann man übrigens auch hier oben neben dem Zeichen jetzt gerade fürs FM-Radio ist hier an. Da ist so ein kleines Dreieck. Dort kann man dann direkt schnell zugreifen auf andere Quellen. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das gefunden habe. Vorher bin ich immer den komplizierten Weg gegangen, nämlich hier unten rein und dann auf Quellen geklickt. So, und dann eben halt die entsprechende Quelle auszuwählen. Das ist natürlich viel zu kompliziert. Das geht hier oben viel besser. Ja, ich habe die Kamera in der Hand, also nicht im Halter, damit ich eben halt schneller und genauer das hier zeigen kann. Jetzt geht es zum Beispiel darum, dass wenn ich hier rechts lauter oder leiser mache, dann seht ihr gleich links neben dem Regler diese kleinen drei Regler. Wenn ich da draufklicke, ja, ich versuche das gerade durch die Kamera zu sehen, dann geht der Equalizer sofort auf. Drücke ich nochmal drauf, geht es wieder aus. Das funktioniert leider nur hier rechts mit dem Menü. Nicht, wenn ich das Rad, das Scrollrad benutze am Lenkrad, weil dann wird mir ja leider nur das hier angezeigt und keine Möglichkeit, direkt in die Einstellung des Equalizers zu gehen. Das geht leider nicht. Ein anderer Weg wäre allerdings, dieses Fenster hier hochzuschieben und hier dann die drei Punkte zu drücken. Das geht natürlich auch. Das ist aber der normale Weg, würde ich sagen. Ja. Zack. Ich hoffe, es wird nicht zu wackelig, aber ich glaube, so ist es besser. Dann könnt ihr es besser sehen alles. Ja, generell gilt hier für die rechten Karten im großen Fenster, man muss nicht unbedingt immer ganz oben ziehen, um die Fenster zuzukriegen. Es reicht, einen freien Bereich zu wählen und dann kann man das eben halt gleich abschießen. Das ist also egal, welches Fenster es ist. Man muss nicht unbedingt immer ganz nach oben diese kleine Kante dort erwischen. Das geht auch so. Hier oben haben wir noch die Uhranzeige. Wenn ich da draufklicke, dann geht eben halt mein Kalender auf. Den benutze ich hier. Also das ist tatsächlich synchronisiert hier mit meinem Telefon, aber ich benutze den Kalender hier auf diesem Telefon eigentlich gar nicht. Von daher steht jetzt auch hier nichts drin. Aber generell kann man darüber eben halt den Kalender direkt aufrufen. Ist natürlich ganz nett. Und dann habe ich irgendwo gehört, das habe ich zwar noch nicht ausprobiert, dass wenn man hier lange drauf drückt, ja, dann gibt es so eine kleine Wolke im Hintergrund. Jetzt geht zwar auch wieder der Kalender auf, aber dann soll sich die Uhr wieder richtig synchronisieren, falls sie mal nicht stimmen sollte. Habe ich zwar noch nicht gehabt, aber in irgendeinem Video hat das jemand gezeigt, da ging die Uhr einfach nicht mehr richtig. Konnte sich wohl nicht mehr richtig connecten und ich kann das nochmal zeigen. Wenn man hier drauf drückt und es festhält, dann seht ihr gleich, zack, da erscheint dann so eine kleine Wolke. Und in dem Augenblick soll es sich halt wieder synchronisieren. Ja, der nächste Punkt ist die Navigation. Unter dem Punkt Navigieren, dort kann man nach unten wischen und wenn ihr beispielsweise die Heimatadresse und eine Arbeitsstätte eingegeben habt, dann wird dann danach automatisch zur Arbeitsstätte oder nach Hause navigiert, je nachdem, welches Ziel weiter weg ist. Und ich versuche das hier einfach mal. Ja, er sucht mir tatsächlich sofort die Arbeit raus und führt mich dann eben halt zur Arbeitsstätte. Wäre ich weiter in der Stadt und würde das machen, dann würde er mich automatisch nach Hause navigieren. Das geht allerdings auch, indem man hier einfach draufklickt und nach zu Hause und Arbeit oder Arbeit auswählt. Das ist natürlich auch möglich. Hier möchte man die Klimaanlage komplett ein- oder ausschalten, kann man eben halt hier auch draufdrücken und kurz festhalten, dann geht es einfach aus. Ich denke, man sieht es, dass die Zahl jetzt etwas dunkelgrau geworden ist.
und einmal kurz draufklicken und sie geht wieder an, wie sie vorher eingestellt war. Will man auf das komplette Menü greifen, könnt ihr von irgendeiner beliebigen Stelle nach oben wischen. So, dann geht das ganze Menü auf und ihr könnt die entsprechende Einstellung vornehmen, die ihr vornehmen möchtet. Und wenn das während der Fahrt zum Beispiel der Fall ist, braucht ihr erstmal nichts weiter zu machen, weil das Menü verschwindet dann nach einer gewissen Zeit. Ja, jetzt ist schon wieder weg. Ich weiß nicht, wie lange hat das jetzt gedauert? 10 Sekunden vielleicht. Dann ist das Menü auch wieder weg. Ja, dann noch ein Tipp zum automatischen Fernlicht. Das wird ja, wenn das eingeschaltet ist, das wird ja mit diesem grauen A dargestellt. Da erscheint dann dieses A. Wenn das aktiviert ist und man fährt beispielsweise in einer geschlossenen Ortschaft und das Licht schaltet um auf Fernlicht, dann könnt ihr den Hebel, den Blinkerhebel, einfach einmal nach vorne drücken. Dann ist das aus, bleibt aber noch im Hintergrund aktiv. Es wartet nur darauf, dass es einmal wieder aktiviert wird. Also ich drücke den Hebel jetzt nochmal nach vorne. Dann ist es wieder eingeschaltet. Ohne dass ich jetzt hier unten das komplett ein- oder ausgeschaltet hätte. Das ist ganz gut zu wissen, dass man dem halt, wenn ich es einmal manuell darüber ausschalte, muss ich es auch manuell einmal wieder aktivieren, damit die komplette Aktivierung wieder vorhanden ist. Ja, jetzt zu einem sehr interessanten Phänomen, und zwar, ihr seht, ich blinke jetzt hier und die tote Winkelkamera wird hier angezeigt. Und wie kriege ich das jetzt weg? Natürlich, wenn es permanent aktiv ist und es immer aufgeht, kann ich natürlich schon hier in das Kreuz drücken und es darüber ausmachen. Aber wenn ich es generell deaktiviert habe und ich möchte es gelegentlich mal sehen, dann kann ich einfach hier auf den Blinker drücken und schon erscheint die Kamera, und zwar in der zuletzt eingestellten Position. Das gilt jetzt auch bei mir hier. Hier geht es generell an. Ich könnte es jetzt hierüber tatsächlich ausmachen. Ist aber nicht so interessant, weil, wie gesagt, hier gibt es ein kleines Kreuz, mit dem man das dann halt wieder zumachen kann. Aber das habe ich wirklich am Wochenende erst zum ersten Mal gelesen, dass das möglich ist. Also das finde ich schon ziemlich clever gelöst. Überhaupt, dass der ganze Screen eben halt so interaktiv an vielen Stellen ist, ist doch immer wieder erstaunlich. Ja, dann hatte mich noch jemand gefragt, wie schalte ich eigentlich die Spiegelheizung, also die beheizten Außenspiegel, wie bekomme ich die Heizung dafür überhaupt eingeschaltet? Na, generell ist es so, dass die Außenspiegel dann beheizt werden, wenn auch die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist. Das ist bei vielen anderen Autos auch so. Ich weiß nicht, ob es auch Modelle gibt, Marken gibt, die das getrennt anbieten, die Funktion, aber mir ist eigentlich im Augenblick kein Auto bekannt. Ich kenne es eigentlich nur so, wenn die Heckscheibenheizung an ist, dann sind auch die Seitenspiegel automatisch mit beheizt. Das kann man natürlich hierüber machen. Ich brauche hier nur die Heckscheibe einzuschalten und in dem Augenblick werden auch die Spiegel beheizt. Dazu gibt es aber auch einen Sprachbefehl. Der ist ein bisschen, naja, muss man sich merken. Heckscheibe Defrost. Ja. Das funktioniert. Aktiviere hintere Heckscheibenheizung. Sieht man auch jetzt unten im Symbol neben der Temperaturanzeige, wird es halt auch angezeigt. Ja, mein Modell ist ja relativ neu hier, deswegen habe ich nur noch die Möglichkeit. Hier ist es, glaube ich, die Scheibenwischer zu deentfrosten. Habe ich noch nie benutzt, aber wer im Kalten unterwegs ist, wird sich darüber freuen, dass es möglich ist. Was habe ich noch mehr hier? Nee, sonst habe ich, glaube ich, nichts. Ja, Lenkradheizung habt ihr wahrscheinlich auch alle. Interessant wäre auch hier die Umluft einschalten, ausschalten. Kann man das eigentlich über einen Sprachbefehl? Umluft an. Ja, tatsächlich, das funktioniert. Cool.
Umluft aus. Ja, auch das geht. Ja, da kann man schon ein bisschen mit rum experimentieren, aber ihr seht, das ist schon, da muss man die Befehle schon ausprobieren. Immer wieder neu testen und ja. Ja, zusammenfassend, das mit dem toten Winkel, mit der Kamera finde ich ziemlich cool eigentlich. Auch hier diese Symbole, dass man die direkt anklicken kann, finde ich gut. Und dass ich mit der aktuellen Kilometerangabe und dem eventuell bestehenden Geschwindigkeitslimit, dass man damit schnell hin und her schalten kann, ist auch ziemlich gut, finde ich. Ja, ich hoffe, ihr konntet da so ein bisschen was draus ziehen und die ein oder anderen Tipps waren für euch neu. Und von daher bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit und sage schönes Wochenende. Der HSV fängt länger zu spielen. Ich muss mich beeilen.